Hallo, wir sind von der Theatergruppe Kirchenmäuse aus der Gustav-Adolf-Gemeinde in Offenbach-Bürgel. Im 33. Jahr unseres Bestehens haben wir uns etwas Besonderes für Sie ausgedacht. Wir möchten Ihnen eine Auswahl von Mundartgedichten des Frankfurter Dichters Friedrich Stolze vortragen, der von 1816 bis 1891 gelebt hat. Dies machen wir vor den wunderschönen Szenarien im Heimatmuseum in Dietzenbach. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Hallo, wir vom Heimat- und Geschichtsverein Dietzenbach haben uns sehr gefreut, als wir von der Idee der Theatergruppe Kirchenmäuse erfahren haben, bei uns im Museum für Heimatkunde und Geschichte Gedichte von Friedrich Stolze auf Hessisch zu lesen. Diese Gedichte über alltägliches und ganz normale bis skurrile Menschen aus vergangenen Tagen hauchen unseren Ausstellungsräumen und den vielen Exponaten wieder neues Leben ein. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuschauen und Zuhören. Dreißig Gulde. Ja, wenn nur des Bese Geld nicht wär, es wärt arm zum Verhängnis. Hören Sie jetzt die Großschauerballad von Ihrem gute Bäckersmann und seiner Frau, der Aal Feuermärschel. Es ist ein Bäcker in der Stadt, der ein gefehlte Beutel hat. Sein Herz ist auch nicht eingeschrumpt, drum wird er öfters argebummt. So hat er dann auch unbesorgt 1,30 Gulde arm gebeuscht und glaubt's auch, dass in 14 Tage das Geld er richtig wiederkriegt. Und als der 14. Tag entflieht, hat richtig er nix wiederkriegt. Und da der Woch um Woch vergehe, uns lässt er sich kein Deivel sehe. Und es vergeht ein Vierteljahr, er wird noch immer nix gewahr und secht. Da guckt mir eine an. Zuletzt, da denkt er nicht mehr dra. Doch ob auch er die Sach vergisst, sei Frau, die hat der drum gewisst. Die hat der an der Dir gehorcht, wie er dem Mann das Geld gebeuscht. Uns fällt dra ei und secht. Ei Mann, hast du dei 30 Gulde dann? Dei 30 Gulde he so rett? Da secht der Mann. Bis jetzt noch nicht. Da secht die Frau. Ich sag dir na, die schwitzt der aber nicht ans Bar, sonst hast du der keine ruhige Stunde, so gern ich dir dein Friede gun. Und 100 Mal jetzt alle Dach, da kimmt's mit derselbe Frach, da singt's im Vor dasselbe Lied. Hast du dei 30 Gulde kriegt? Des Morgens früh, wenn er sie weckt, da secht sie, während sie sich streckt, statt zum guten Morgen biet. Hast du dei 30 Gulde kriegt? Und statt dem guten Appetit, wie's mittags ist beim Essen sitt, da secht sie, wie die Suppse sieht. Hast du dei 30 Gulde kriegt? Und geht sie abends in ihr Bett, da secht sie auch gut Nacht im Nett und secht zum Gähnend noch ein Miet. Hast du dei 30 Gulde kriegt? Und selbst im Schlaf und selbst im Traum, da flüstert oft sie hörbar kaum und lächelt und die Wange glieht. Hast du dei 30 Gulde kriegt? Da rissem endlich die Geduld und harmlich gung er an sein Pult und nimmt de 30 Gulde Roll und mischt mit dere sich Spascholl. Und is, als ob der's hätt gebrennt, flugs zu seinem Schuldner gerennt und secht dem Mann. Se wisse doch, ich krieg auch 30 Gulde noch. Und zwar's mei Frau von der Geschicht und ist er auf des Geld erpischt und fuchst er mich sie seldes Herrn. Es ist der rein zum Narrisch werden. Da seht der Anna sehr zerstrahlt. Das tut mir aber wirklich leid. Ja, Weiber, es ist doch ganz infam. Ich hab jetzt grad kein Geld daheim. Da griff der Bäcker in seinen Sack und nimmt den 30-Gulde-Pack und sischt. Hier habt ihr den Betrag und bringt mir das heute Nachmittag. Und's klappt mei Frau, wann sie das sieht. Ich hätt mei 30 Gulde kriegt und hält ihr Maul und lässt mir Ruh und mischt sich vorwärts noch dazu. Und sischt's und geht dann schnell nach Haus
und sieht sehr froh und pfiffig aus und harrt im Sessel hoffnungsvoll da auf die 30 Gulderoll. Uns kam der Nachmittag herbei, uns war der 2 und war der 3. Der Bäcker denkt, es ist ja noch früh, wann ich das noch vor Abend krieg? Uns war der 4 und 5 dann ach, die Zeit vergungen wie im Rach. Der Dach erging schon auf die Neisch, der Bäcker denkt, jetzt kommt er gleich. Uns kam die Nacht, die Schatte voll, allans K30 Guldroll. Da seufzt der Bäcker säueschwer. Jetzt kommt sie nu und nimmermehr. Und wie dann unser Bäcker spät und traurig in sein Schlafstub geht, da leiht sei Frau im weiche Flam und haucht und flistert was im Dram. Und unser Bäcker nimmt das Licht und leucht ihr in das Angesicht. Sie lächelt und die Wange glied. Hast du dein 30 Gulde kriegt? Fetze Döchter. Kinder sind schon ne Wonn und ebbes Wunderbares. Sind sie doch des junge Rickrad, was unser Gesellschaft stitze soll. Doch so'n reiche Kinderseche kann ihrem Familienvater auch zum Verhängnis werden, wann mir gleich Fetze ma so gesegnet wird. Fetze Döchter ist ein Seche. Fetze Döchter ist ein Wonn. Fetze Döchter für de Reiche. Ferze Dächter für die Sonne. Ferze Regimentel detto. Ferze Galosche netto. 28 Gummischuh. Himmel gieß und Regen zu. Ferze Hiet mit Band und Fette. Plumme Kevin Schmetterling. Ferze Ehrm voll Pratzelette. 28 Händ voll Ring. 28 Ohrringleide. Ferze Brosche und so weiter. 28 falsche Zepp. Ferze Zottel, Fransekepp. Ferze goldene Uhren mit Kette. Ach, und Handschuh, ganze Scheck. Ferze, Ferze mal Manschette. 140 Unerreck. 84 Spitzehose. Ferze große Puderdose. Ferze venezianische Schwemm. Enge Kämm und weite Kämm. Jetzt kommt das kleinste Ivel vom Baba seinem Hauptpläsier. Dieser Poste, der heißt Stibbel. Ferze Dächte en Chaussier. Von so ferze zarte Seele, wer vermacht, die Strimp zu zählen, dals gewebt und dals gestrickt und mit Rändesche geschmickt. Die Korsette und so weiter wolle gar nicht mir berehen, doch ein Unglück ist der Schneide. Ferze Dächte tut mir spieren. Moll und Woll, Kattun und Seide, ferze Ma lebt in die Kreide. Ferze Dächte samt der Schlepp. Auf den Ball, was kost der Krepp? Ferze Dächte ist ein Seche, ein Gedanke zauberhaft, aber wer ist so verwege, dass er Ferze Männer schafft? Ferze reiche junge Schäne, hoffnungsvolle Schwischersehne, aber ach, als lohnte vor, eine Schwischermutter nur. Die Blutblas. Lehrer sind ja schon eine alte Sort von deren menschliche Spezies. Manchmal kann man es gut mit ihnen aushalten und manchmal sind sie aber, ach, die Wurzel allen Übels. Wann so einer aber an die richtige Schiele gerät, dann wird aus dem Lernende schnell ach der Lehrende für den Lehrer. Farnschwänz oder Haselstecke soll kein weiser Lehrer führen. Statt es Besserung zu bezwecke, kann im Schlimmes mit basieren. Der Herr Diel hat das erfahren, ach, und sich selber wunderbar, der vor so und so viel Jahren, ach, hier in Frankfurt Lehrer war. Denn der Diel war auch so ahne, gleich auf Prischel stand sein Sinn, und sein Pfannschwanz war kein kleiner, und sein Stecke war nett dinn. Böse Bube gibt's auch freilich, wahre Deibel ganz gewiss, den er selber nicht mehr heilig in der Schule ein Farnschwanz ist. So ist Schüler schlimmster Rassach, namens Mohr, ein Metzias Sohn. Unfrucht trieb er in der Klasse, ach, ma hat ja ka Begriff davor. Dem Herrn Diel sein neue Stecke hat er harmlich sehr beschmiert.
Der Herr Diel dat's erst entdecke, als er sich die Hände lagiert. Wat nur, Morsche, kimmst du meier, den Kahn an den hat's getan. Wär ich ebbes dir beseie, Lumpebub, da denkst du dra. Mohr, von Ahnungen belästigt, denn er war von feiner Nas, hat der sich wohi befestigt, Blut gefüllt, Schweineblas. So begab er in die Schul sich, setzt sich sittsam auf sein Platz. Diel erhob von seinem Stuhl sich. Komm doch einmal her, mein Schatz. So, jetzt hab ich dich. Bereue sollst du jetzt dein Frevel schnell. Lehrer Diel ließ sich eine neue Pfannschwanz hole beim Pedell. Hat den Mohr dann flugs gezogen über den Stuhl. Wat Satanas? Hui, wie sind die Schmiss geflore, auf dem Mohr sei Schweineblas. Bis sie platzt. Und ausgestoßen hatte dumpfe Ton der Mohr. Oh! Aus der Bar von seiner Hose quolle Blutstrom ach hervor. Lehrer Diel gewahrt's mit Schrecke, ihm entfiel der Pfarrenschwanz. Sterbend da der Mohr sich strecke. Mama! Krisch die Klass, die Gans. Gar nicht war das Blut so stille in der Bedehosebar. Lieber Mohr, um Gottes Wille! Rief der Diel. Ach, sterb nicht nah! Da hast du ach drei Batze kauft, der Triebe bei dem Kitz. Appelranse oder Matze oder bei dem Steiz Lagritz. Nemse, Morsche, guck, mein Träne hacht ich ach gewiss nicht mehr. Da begann der Mohr zu stehne. Och, na ja, so gäbe es sie her. Der Dampf. Wenn aus einem kleinen Bub dann alsbald ein junger Mann wird, der auch noch zum Studium sich bequemt, und noch dazu sei ganz Herzblut an die Physik gehängt hat, dann kann man sich vorstellen, was die Erfindung des Dampfschiffs für Auswirkungen haben kann. Mir Buwe in dem Institut vom Kämmerter und Kaiser, mir lernte was und hat es gut und wurde dächlich weise. In der Physik besonders waren mir Buwe gar nicht bitter, vergaße mir auch mit den Jahren das allermeiste wieder. Das erste Dampfschiff auf dem Mar kam dazu mal geschwommen. Ganz Frankfurt war da auf der Bar und sah des Wunder komme. Das Stadtgespräch 3 Wochen lang war so ein großer Ereignis und gibt für Frankfurts Wissensdrang des schmeichelhaftste Zeugnis. Mir Schieler ach als Leut vom Fach waren an dem Mar gewandelt und andern Dachs dann war die Sach am Institut behandelt. Mir unvergesslich ist der Tag, denn es waren schöne Stunde. Der Lehrer frug, Lefebvre sag, wer hat den Dampf erfunden? Lefebvre sah ne Weilchen nach, sei Aare wurde krasser, und er bis höhnisch, und er sprach, Ei no des Hase Wasser. Herr Doktor, ach ich leid an Dorscht. Habe sie ach so ein Dorscht? Ich glaub, da hilft bei der trockenen Luft nur ein gute Schoppe. Also, dann einmal Prost. Und nu soll einer zu Wort kommen, der ach so fürchterlich am Dorscht leid. Herr Doktor, ach ich leid an Dorscht, tun Sie mir was verschreiben. Ich bin ein ehrlicher Hans Wascht und möcht gern leben bleiben. Es fehlt mir ach der rechte Zug und täglich wär ich blässer. Ach, alle Stunden Viertelkrug. Ich glaub, da wird man's besser. Des Leverleide. Ja, wie das so ist mit denen Sache, von denen man gerne bis sie mehr haben will. Manchmal bekommen sie arm, aber nur in Maße gut und nicht in Masse. Da davor erzählt einer, der nicht nur ein Leverleide hat. Und ein hiesischer, achtbarer Bäuer hatte recht groß Leverleide gehabt, verkneppt mit fürchterlichem Mare-Dricke und einem sehr bedenklichen Widerwille vor Ebbelwoi. Und da ist er zu einem Doktor gegangen und hat gesagt, Guten Tag, Herr Doktor. Und da hat der Doktor gesagt, Guten Tag, was bringen Sie mir? Und da hat der hiesische, achtbare Bäuer gesagt, Ach, Herr Doktor, ich habe sehr groß Leverleide, verknäppt mit Mare-Dricke und um sehr bedenkliche Widerwille vor Ebbelwoi. Und da hat der Doktor gesagt,
Seit wann haben sie dann das Leberleider? Und da hat der Mann gesagt, seit ich die letzte große Gänseleber ganz lau gegessen hab. Da aber hat der Doktor wieder gesagt, dasjenige hätte sie aber auch nicht tun sollen. Sie habe vermutlich Wasser in ihn getrunken. Und da hat der Mann wieder gesagt, das kennt ich jetzt justament nicht sagen, Herr Doktor, aber 40 Schoppe Äppelwein. Da hat aber der Doktor gesagt, dasjenige hätte sie aber auch nicht tun sollen. Sie habe sich dadurch sehr ihren Magen verdorben. Zeige sie mal ihr Zung. Und wie der Mann seine Zunge rausgestreckt hat, da hat der Herr Doktor es sehr ernst Gesicht gemacht und hat gesagt, ja, die ist sehr belegt. Ich werde Ihnen hier vor der Hand was aufschreiben, das lassen Sie sich gleich in der Apotheke machen und dann gehen Sie nach Haus und legen sich in Ihr Bett. Ich werde mal früh zu Ihnen kommen und dann werden wir weitersehen. Da hat aber der Mann gesagt, ach, Herr Doktor, ich bin auf meinen Abend auf ein bayerisch Leberglasessen eingeladen. Ich möchte Ihnen Gebiet haben. Verschreiben Sie mir gleich das letzte Rezept. Ich will die anderen auch gern bezahlen. Das Goldstück in de Gans. Wann mer so ein gute Torscht hat und arm de Äppelwoi wieder schmeckt, dann braucht mer auch was Gutes zum Essen. Dass mer aber mit ihrem Gänschen ach schöne Überraschungen erleben kann, da davor kann ne Köchin erzähle. Was an der Gans das Beste ist, lang war mer drüber ungewiss. Der Schenkel schmeckt wohl viele gut, was aber ach der Bärzel tut. Die einzig richtig Kompetenz ist hier Köchin namens Frenz, die seht euch heut noch. Mit Verleb, das Beste ist das Gänsgegräb. Denn in ihrer Gans, ihr Mare drei, da fand sie was, das leucht am Ei. Durch Gottes ganz besonders Gnad fand da die Frenzi ein Dukat. Hat Ebbe so ganz verschluckt, ka Wunder, wann er Köchin guckt. Die Frenzi war ach ganz geriert, weil des nicht alle Dach passiert. Drum sprach sie ach, komm her, mein Herz. Und säubert mit ihrem Kischescherz, da hat's geblinkt so Golderei. Komm her, mein Herzi, du bist mei. So hat's die Frenzi sich gedacht und liebend den Dukat betracht. Und wie sie sehst, mein Herzi, du, kam ach noch die Madame dazu. Die kam dazu von ungefähr. Wo hast dann du das Goldstück her? Da seh'sch die Frenzi. Ei, ich fand's im Mare hier von der Gans. Ach, sehen Sie nur, was für ein Klick, des funkelneu Dukatestick. Was freu ich mich, ach, sehen Sie nur, da kauf ich mir ein Kleid davor. Für'n Dukat, da kriegt mir eins, ganz krepp, ein anderes will ich keins, weil so eins auch nur nobel steht, wann man nach Bernem Tanzen geht. Doch die Madame hat da gerett. Der Ansicht, Frenzi, bin ich nett. Da erste dich, die Gans ist mei, mit Speck und Dreck und allem drei. Die Frenzi dacht, wat geizig aus, des Goldstück wärst du wieder los. Die Gans, die war von Ditzebach, der Bauer kriegt gesteckt die Sach. Und richtig hat's es auch gedacht. Uns kam von Ditzebacher Hals über Kopf und furchtbar bes zu der Madame der Gans Matthäus. Mein Goldstück her, ihr Reiber, ihr! So grisch er draus schon vor de dir. Dei Gans nur han verkauft ich eich und net mit Goldstück deibs gezeich. Doch greiche konnt ach die Madame, denn die war ach ka forschsam Lamm. Ich hab die Gans, so wie sie war, kauft und bezahlt, plank und bar. Hätt in der Gans gefunden grad ein Plasterstar statt im Dukat, so wisst ich kans auf dere Welt, der sich nicht hätte dazu gemeldet. Beileib, da denk ich grad wie Sie und wär nicht heut in Frankfurt hie. Sie aber wegen der Sach wären heut bei mir in Ditzebach. Doch die Madame, die sechten druff. In Ditzebach, des lech mir uff. Beweist mir's kurz und angenehm, dass ich nach Ditzem zu euch käm. Die Gans ist mei mit allem drei und raus noch vor der Tür ihr sei. Die Gänz mit allem ist bezahlt und den Dukat kriegt ihr gemalt.
Es kam die Streitigkeits Geschichte zu guter Letzt noch vor Gericht. Ein Rechtsfall, er bis wunderbar, wobei die Frenzi Zeugin war. Es sprach der Richter mit Bedacht. Wer hat zuerst den Fund gemacht? Das ist die Hauptsache eigentlich. Da rief die Frenzi. Ich. Der Ditzebacher aber schrie. Sen ist nicht wahr, sie liegen an sie. Denn den Dukat vor sich und mich, den fand zuerst mein Gänserich. Da sprach der Richter. Nur Gemach, hat euch die Gans von derer Sach was mitgedahlt, doch ach vielleicht? Warum habt das nicht a gezeigt? Nach unserem Strafbuch Paragraf trifft ach den Hehler noch eine Straf. Habt ihr gewisst um den Dukat, den euer Gänserich findet? Verschweicht man nix mit Hinnerlist, habt ihr um den Dukat gewisst? Na, sprach der Bauer. Nix gesagt, hat man die Gans von dem Dukat. Nun frug der Richter die Madame. He, habe sie nun genau und stramm und mit dem Auftrag streng und strikt die Frenzi auf den Markt geschickt und sagte so, kauf mir für mich beim Gans Matthäus ein Gänserich. Doch so an nur, der mich was bat und ein Dukat im Mare hat. Und die Madame sprach klar laut. Na, so extra wollte ich freilich ka. Der Richter sah nur in sein Buch und da dann drauf sein Richterspruch. Der Matthäus hat einen Gänserich, der fand was und behielt's für sich. Der Matthäus aber wusst nix drum war's der Gans ihr Eigentum. Jetzt Matthäus kimmt der Sachverlauf, was ich nicht hab und doch verkauf. Was gar nicht für mich existiert, das ist die Menge a geschmiert. Hier die Madame mit drum und dra geht der Dukat erst recht nix a. Die hat die Gans, wie sie ach prahlt, ja gar nicht kauft und nur bezahlt. Kauft hat die Gans samt dem Gekräs, die Frenzi nur vom Gänsmatthäus. Die schnitze uff zur rechten Zeit, grad da, wo man die Gänse aufschneit. Drum isse nach des Rechtes Sinn, ach die rechtmäßig Finderin. Und den Dukat hat wohl bedacht, die Gans nur gleichsam ihr vermacht. Dann, wann die Gans ihren goldene Fund dem Ditzebecher hätt gegund, hätt's ihm das Goldstück wohl erwischt, im Gänsstall nebers Nest gelegt. Drum rechtens die Madame vom Haus, gibt den Dukat de Frenz raus, die koste aber vom Prozess, die Trichter Mattes ohne des. Geizhals krache ganz geschenkt. Und wo mir gerad ewe gesehe habe, was mit so ihrer Gans alles passieren kann, sind mir jetzt dabei, wann das Gänschen dann auf den Tisch kimmt. Geizhals krache ganz geschenkt, das hat ihn aber nicht gekränkt. Und seiner Frau dort's auch nicht leid, und erst die Kinder war sie freit. Dann Gänsi, das kam selde vor. Drum denkt der Filz. Wie mach ich's nur? Viel Mäule möchte Brogge klar. Ich aß des Gänsi gerne la. Zu seiner Frau, da secht er dann. Neulich des Gänsi in die Pann. Und Filz vorher mit Zwiebelgut. Dann käste wär'n ein Übermut. Ach, Äppel, du mer ka nei. Drum lass doch die Rosine sei. Wacholderkern sehn grad so aus. Sonst läuft's auf Luxius hinaus. Doch weil ich ganz nur selde ess, vor allem fra, jetzt merkt er des. Es esse noch 6 Kinder mit, die ha wahren Appetit. Die fresse uns verlasst dich drauf, wie nix des ganze Gänsi uff. Drum misse mer zur rechten Zeit, was tun vor unser Sicherheit. Drum quell jetzt gleich und ja net knapp ein Kroppe voll Kartoffel ab. Die werden der Gans dann beigestellt und zuerst auf den Tisch gestellt. So ist es und so will's dein Mann. Des Weitere, des find sich dann. Und folgsam hat die Frage nickt und hat sich in den Kisch gedrückt. Und als bereit das Esse war, saß um dem Tisch die ganze Kinderschar. Die liebe Eltern achte bei, vorab der Vater war so frei. Kurzum, der ganz Familienkranz. Und auf dem Tisch, da stand die Gans. Und neve dra, mehr hoch als flach, a Schüssel voll Kartoffelach. Die Kinder hang ihr ganzer Blick nur an de Gans als ahn sich Klick. Ihr Sehne ging nur da danach. Ihr weißer Vater aber sprach,
Ihr liebe Kinder, prägt euch ein, der Mensch lebt nicht von ganz allein. Kartoffel auch sind eine Lab und ganz gewiss a Gottesgab. Ein böser Mensch wird es vergisst, drum wer der mehr Kartoffel isst, der kriegt hernach vor sei mi das größte Stück vom Gänsi hi. Greift zu's, kann euch nutzen nur, hier euer Mutter mächt's euch vor. Sie isst sich euch zu lieben Bruch, und was, ich leid kein Widerspruch. Jetzt gung am Tisch e forschbar groß und wett Kartoffelesse los. Von jeder Stern ist schwarz getroppt, so habe sie sich voll gestoppt. Der Vater sah mit Seeleruh der Mutter und der Kinder zu, bis alles ächzt. Ich kann nicht mehr, ist da noch nicht die Schüssel leer? Da sprach der Vater wohlgemut. Ihr kennt nicht mehr, das ist ja gut. Es geht nix mehr in euch hinein, und mehr als satt kann man nicht sein. Ein ahnsche Muffel über Not bracht manche Menschen schon de Tod. Drum, um ein Unglück abzuwehren, muss ich die ganz allein verzehren. Levi und Rebecksche. Hier musse gelege have, des gut arm Rebecksche, als sie dahi schied. Und was klagt ihren arme Levi um se? Nur gut, dass man da verlässliche Freunde hat, die an wieder aufrichte. Es lag Rebecksche auf der Bar, sie war des Todes verbliche und hat seit 25 Jahr das erste Mal geschwische. Ihr Mann, der Isaac Feidelstern, sitzt da im Schafesfreckche und Träne, dick wie Kummernkern, die flennt er ums Rebecksche. Und wie er flennt und wie er greint, so in seinem Schmerz, seinem Größte, kimmt Meier Hersch zu geh, sein Freund, er kimmt und will ihn tröste. Der Isaac in seinem Schmerz gefiel, tut ihm entgege renne, doch Meier secht. Was a Schlemiel, wie kann man nur so flenne? Was kreinst dir die Aare rot und heulst dir so inbändisch? Was Stuss, gib mir dein Fra, die Tod, ich geb dir Mai lebendig. Absagebrief. Wie geschickt die Töchter sei kenne und mir feststellen muss, wann die Ebbe erreiche wolle, schaffe die des auch. Da hilft eben nur weibliche Logik und Taktik. Jean, leb wohl, mein Vater leid's net und mir soll die Eltern ehren. Ohne Sege, da gedeiht's net, wenn men noch so glücklich wären. Ewig zwar werd ich dich liebe, nimmermehr vergess ich dich. Doch die Eltern zu betriebe, des bring ich nicht über mich. Geh nicht mehr am Haus vorüber, dass dich nicht mein Vater sieht, denn ich krieg sonst Vorwurf drüber, wie ich so schon oft hab kriegt. Teurer Jean, du des bedenke, gell, du tust zwar ganz gewiss, du den alten Mann nicht kränke. Und komm erst, wann's dunkel ist. Aber komm durchs Hinterpörtche, denn mei kindlich Ehrlichkeit weiß zwar das geheime Örtche, wo der Vorderschlüssel leiht, doch die Eltern zu betriebe. Lieber Jean, sei fern von mir. Na, und krieg ich's auch verziehe, drum komm doch durch die Hinterdir. Stolper ja nicht auf die Stege, denn mein Vater ist zu Haus. Du's um seines Schlummers wege. Lieber zieh die Stiefel aus. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer kleinen Gedichtesammlung angelangt. Wir hoffen, wir konnten Sie ein wenig unterhalten. Machen Sie es gut!